So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, okay, kauf mal halt für ein paar Gold, ein paar Leitern, bevor meine Zwerge sich weiterhin, ja, in den Tod stürzen, wie hier zum Beispiel. Aber ich wusste, ich hatte noch welche hingebaut. Da hier drüben war das ja. Ey, die sind so doof, sich auf der Brücke zu halten. Das ist unglaublich, wie hohl diese Zwerge sind. Ja. Ich mach schon zu, damit sie sich nicht mehr so auf die Nase setzen. So, und dann bauen wir nämlich jetzt hier die Leitern gleich hin. Derer müssten wir jetzt schon ein paar haben. Genau, sechse. Und basteln die jetzt hier hoch. Es ist zwar natürlich auch eine Gefahr, weil Feinde damit auch hochklettern können, aber ich kann da oben wenigstens wieder gescheit hochklettern und muss mich nicht mehr selber umbringen. Außerdem müsste ich doch jetzt eigentlich die Falltür wieder haben. Jawohl. Das ist eine leichte Falltür, aber es ist eine Falltür. Da sollte sie im Übrigen nicht hin. Sondern sie sollte da oben hin. Also hier oben drüber, genau so. Und die restlichen Leitern, hatte ich nicht noch welche? Ja, ich habe noch fünf. Nehmen wir noch mal einen. Die werden natürlich, weil wir wollen ja auch da rauskommen, hier hingebastelt. Also hier geht's nicht, weil das doofe Lager da im Weg ist. Das kann man aber scheinbar auch verschieben. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Jetzt baut mir bitte die Leitern dahin, Jungs. Ihr habt gerade welche auf dem Rücken, nutzt die doch schon mal. Also der tauscht auf jeden Fall schon mal Stein mit Erde aus. Das ist auch schon mal ganz nett. Und geht jetzt bitte nicht schon wieder. Achso, er holt die Leitern. Er holt die Leitern, alles gut. Das ist cool. Also die Goblins bauen hier so Brücken mit Untotengedöns. Nicht schlecht. Ja, ich weiß, du brauchst Werkzeug. Habe ich noch Werkzeug? Ja, ich habe noch Werkzeug. Du hast eine Pickaxe. Du nicht. Kriegst aber eine. Waffe kriegst du. So. Jetzt sieht es zumindest schon ein bisschen besser aus. Jetzt für ihn vielleicht noch nicht, aber hey, immerhin. In 2 Minuten 34 kommt eine große Welle von Angreifern. Das ist nicht so cool. Und ich habe noch ein paar Sekunden, bis mein fünfter Zwerg wieder da ist. So. Was kann ich denn noch holen? Rüstungstechnisch oder überhaupt? Waffen, Bögen, Rüstungen. Das ist teuer, sag ich euch. Ach du Schande, das ist teuer. Ja, ich glaube. Ein gutes Schwert, das wäre mal ganz gut, aber die sind halt so teuer. 20er, ich meine, das ist alles nett hier und so. Das ausgezeichnete Instrument für das Deckhaus des Baumes kann wie die Waffen verwendet werden. Also, es ist wirklich so, kann man halt auch, ne, für Waffen benutzen. Stahlaxt ist das. Vielleicht soll ich einen damit wenigstens ausrüsten. Kann mir eh nur eine leisten. Ja, eine damit. Die macht immerhin 15 Schaden. Wenn es eine Steinaxt macht auch 15. Okay, lohnt sich nicht. Nee, halt. Blödsinn. Jetzt. Die macht 12. Ja, es lohnt sich nicht wirklich. Material ist wichtiger. Andererseits, es gibt nicht wirklich Material. Ein Gerüst. Die Zwerge können auf dem Gerüst klettern, um ihren in größeren Höhen zu bauen. Abbauen. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Die kann man auch sich so dazu kaufen und kriegt dann auch direkt ein paar. Also ein ganzes Gerüst. Aber das habe ich jetzt einfach mal gekauft, weil Lust gehabt. Ist ja eh momentan ein Test. Und im letzten Test darf man alles machen. Baut ihr jetzt mal diese scheiß Leitern dahin? Kriegt ihr noch die Krise mit euch? So, ihr seht schon, hier oben habe ich jetzt hingebaut. Ich bräuchte rechts noch eine Tür. Eine Tür kann ich noch nicht bauen, deswegen kaufe ich die auch bei dem blöden Ork, der mir nicht hilft, der mich nur auslacht die ganze Zeit. Du zu dumm. Ich hätte gerne eine Holztür. Danke, die holt ihr mir bitte auch noch ab. Ansonsten, wenn wir schon mal dabei sind und noch zwei Stück haben. Ah, 50 für ein Lager. Das ist richtig cool hier. Eine Holzbrücke. Eine richtige Brücke vor allem. Holzkäfig. Ein Holzkäfig hält ein paar Monster für eine kurze Zeit gefangen. Cool. Holzspikes. Auch nicht schlecht. Das sind so Lasertürme oder was? Ja, Tesla. Tatsächlich Tesla-Turm. Also man kann schon recht schöne Sachen bauen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen hier sowas mit. Und jetzt, Wiet, hol das Zeug ab. Der fällt wieder runter, weil er jetzt doof ist. Alter, ich krieg die Krise mit euch. Baut den Scheiß endlich zu. Ja, ne? Ein Leiter, dazwischen keiner oder was? Hauptsache erstmal runterfallen. Oh, Alter, ich krieg die Krise. Juhu, Bevölkerung gewachsen. Zwerge sind halt dumm. Das ist der Grund, warum ich keine Zwerge spiele. Ah. Nein, sind nicht dumm. Ich weiß, dass sie nicht dumm sind. Trotzdem. Die hier sind dumm. Da sind die Goblins hier ja klüger. Und schneller vor allem.
Und vor allem, da ist das ganze Material, was ich hier noch liegen habe. Die haben sich einfach hierhin platziert, die blöden Säcke. Und hier, das will ich auch alles wieder haben. Gott, alles mir. Meins, alles meins. Hier sind überall Bäume. Was überlegen, dass wir eine kleine Welt momentan haben. Ich habe in der kleinen Welt schon Probleme. Bau den Scheiß jetzt zu. Oh ja. Du bist hast dann ein bisschen runtergefallen, hast dir wehgetan. Oh Mann. Seriously? Ich meine, ich mache hier gerne überall Treppen. Okay, lass mal gucken. Ist das Ding schon abgeholt worden hier? Nur, das ist. Außer Leiter. Ich habe ein Totem. Seit wann habe ich. Moment. Ich kann ein Totem hinstellen. Wie sieht das überhaupt aus? Cool. Kann ich das auch irgendwie da oben hinstellen? Ja, kann ich. Ich weiß noch nicht, was das Totem macht, deswegen erstmal kurz drauf gucken. Es erschafft eine Hausaura, die vor Monstern schützt. Ach so, ja dann. Hau mal rein. Zack. Baut mir mein Totem. Hätte ich die ganze Zeit wahrscheinlich schon machen können. Oh oh. Jungs. Was auch immer ihr macht. Ihr kommt jetzt bitte erstmal wieder zurück. Zurück, zurück. Halt. Das ist doch jetzt. Ja, stirb halt. Er ist eh tot. Ja, Schockstorm. Selber schuld. Vollidiot. Ich war von rechts zu links. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Was ist das? Na, großartig. Na, großartig. Ach du Scheiße. Die kommt durchs Wasser. Ja, das ist die große Monsterwelle. Meine Zwerge sind voll vorbereitet. Nicht! Ist das das, was ich denke hier oben? Habe ich das Ding mitgeholt? Ja, die Tür ist da, immerhin. Wird mir nicht lange helfen, ist mir durchaus klar, aber hey. Baut das Teil hin. Abbauen. Hier liegt, die steht falsch. Nicht wegmachen. Alter, manchmal ist das echt scheiße. Echt jetzt? Na gut, dann baue sie hier hin. Und natürlich zumachen. Haus komplett. Zu. Mach das Ding zu. Lass das Ding zumachen. So. Ja, also wir haben jetzt ein Haus. Man sieht hier an diesen Sternchens. Das ist ein magischer Schutz. Der geht bis hier runter. Und man kann auch schlafen. Sehr schön. Also alles, was hier so gebuddelt ist nach unten, wird alles wohl momentan bis hier runter geschützt. Das ist richtig geil. Hätte ich viel früher machen sollen, das Totem direkt aufstellen, dann wäre alles gut gewesen. Und wo ist mein Bett? Ja, wo ist dein Bett? Da klopft irgendwo einer. Dein Bett, das ist richtig nett, aber es muss noch warten. Vor allem muss ich jetzt mal gerade noch was herstellen. Mal gucken hier. Keule kann man nicht herstellen. Axt kann man nicht herstellen. Kann man gar nichts herstellen. Super. Bett wahrscheinlich dann auch nicht, weil wieder mal was fehlt. Holz. Ah, shit. Ihr kriegt Besuch. Tja, Jungs, ich glaube, das endet nicht so gut mit mir hier in der ersten Phase. Die werden mich hier irgendwann durchkommen. Und mir gehöre ich den Schädel einschlagen, weil ich keine Rüstung mehr habe und kein gar nichts. Das ist der Einzige, der schläft und dem es gut geht unten im Übrigen. Ich habe ja nicht mal mehr Fackeln. Hey, die Nachbarn klopfen aber ganz schön an, ey. Die Zeugen Jehovas wollen wieder rein. Ja, gut. Da sind sie. Und es wird natürlich nicht lange was werden. Die fliehen auch schon, die guten Jungs. Bis auf den einen hier. Aber. Hauswände wird durchbrochen und ich werde jetzt gerade wieder geschnetzelt. Ah, übel. Oh, so wehtun. Oh, Scheiße. Ich habe was besiegt. Wahnsinn, oder auch nicht? Nee. Ah ja, das war's dann. Der letzte versucht zu fliehen nach meiner Zwerge, wird auch niedergeprügelt und stirbt. An dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen, überlegen mal ganz kurz, wie wir es besser machen können und fangen dann nochmal von vorne an. Ja, Riesen. Ja, wir bauen nochmal richtig schön. Ja, im Übrigen. Der findet es auch nicht cool. Der guckt auch schon ziemlich grimmig. Blöden fucking Skelette. Skelette.